Keine Frage, wir sehen, dass die Aktienmärkte ziemlich illiquide sind. Es ist mit die illiquideste Woche des Jahres, die wir jetzt Ende August erleben. In den USA am Montag Labor Day, das heißt, da sind viele nicht am Desk in dieser Woche. Das geht dann so richtig los, eben nach dem Labor Day, also am kommenden Dienstag. Und dann sehen wir teilweise etwa beim Nasdaq Future so von einem Tick zum anderen Sprünge von 5 Punkten, sieht man sehr, sehr selten. Das heißt, da fehlt schlichtweg die Liquidität. Wir haben jetzt auch noch keine wirklich relevanten Daten. Das beginnt dann morgen mit dem JOLTS, am Donnerstag PCE-Verbraucherpreise, am Freitag dann die Non-Farm Payrolls, die Arbeitsmarktdaten. Das wird sehr, sehr wichtig. Aber jetzt erstmal so ein bisschen ein Loch. Aber das eigentlich entscheidende Thema aus meiner Sicht ist im Gefolge der Rede von Jerome Powell am Freitag in Jackson Hole das, was man als das Inflationenparadox benennen könnte. Powell hat ja immer wieder klar gemacht, naja, wir müssen die Nachfrage nach unten bringen, nur dann kriegen wir die Inflation nach unten. Aber das Problem ist, obwohl die Fed die Zinsen so stark angehoben hat, die Nachfrage geht nicht so richtig nach unten. Und ein wesentlicher Grund, warum das so ist, der ist die Stimuluspolitik der beiden Regierungen, die sich ja immens verschuldet, immer wieder neue Anleihen emittiert. Alleine heute sehen wir dreimonatige, sechsmonatige, zweijährige und fünfjährige Anleiheemissionen im Volumen von gut 220 Milliarden Dollar an einem einzigen Tag. Das ist mehr als das BIP vieler Länder in dieser Welt und das muss finanziert werden. Das wird genutzt, dieses Geld, was man da einnimmt, um bestimmte Dinge anzustoßen, um Geld auszugeben. Dieses Geld ausgeben führt zu Nachfrage, da werden dann irgendwelche Firmen beauftragt, da wird das gemacht, das gebaut oder das angestoßen, das wiederum erzeugt Nachfrage. Und so hat Jerome Powell den eigentlich entscheidenden Satz nicht gesagt, der hätte lauten müssen, ja, wir bekämpfen die Inflation, aber die Regierung arbeitet gegen uns, denn die Regierung gibt immer mehr Geld aus. Die Verschuldung steigt, die Zinsen steigen, die für diese Verschuldung bezahlt werden müssen. Auch das hat letztendlich inflationären Charakter. Peter Schiff hat das Ganze wunderbar heute oder zuletzt jetzt auf den Punkt gebracht, dass das eigentlich das Kernproblem ist. Die einen wollen die Inflation bekämpfen, die anderen schüren sie. Und so geht die Inflation nicht so wirklich runter. Ich denke, dass wir schon bei den Augustzahlen wieder eine Steigerung sehen von zuletzt 3,2 auf 3,4, 3,5%. Sei es drum, wir haben alleine 1 Billion Dollar an Zinsausgaben in den USA. Das geht teilweise an Ausländer, das Geld, also an Nicht-Amerikaner. Und hier sehen wir mal dieses Government Spending. Trailing 12 Monate, also praktisch gemittelt über 12 Monate. Wir sehen, das geht stark nach oben und gleichzeitig sehen wir, dass die Steuereinnahmen, also die Einnahmen des Staates, deutlich nach unten gehen. Das heißt, wir haben es hier mit einer Situation zu tun, in der die Ausgaben stark steigen, während die Einnahmen stark sinken. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Dieses Loch muss immer wieder gestopft werden durch neue Schulden. Und solange die Amerikaner so viel neue Schulden machen, wird die Fed die Inflation nicht wirklich nach unten bringen. Und eigentlich müsste die Fed die Zinsen senken, damit diese Verschuldung überhaupt auf Dauer noch tragbar ist. Aber das kann sie im Grunde nicht tun, solange die Verschuldung nach wie vor so deutlich steigt. Und so beißt sich die Katze letztendlich in den eigenen Schwanz. Wie da eine Lösung gefunden werden soll, erschließt sich mir nicht. Und so sagen die Anleihemärkte, hups, da kommt etwas. Und wir dürfen auch nicht vergessen, schauen wir uns mal das an. Was passiert eigentlich, wenn eine Rezession kommt? Ja, wir haben jetzt im Prinzip noch die beste aller Welten. Wirtschaftswachstum, Atlanta Fed, GDP Now Tracker sagt 5,9% Wachstum im dritten Quartal diesen Jahres. Ist wahrscheinlich übertrieben, aber wir werden deutlich über Null sein im dritten Quartal in den USA. Was passiert mit der Verschuldung, mit diesen Defiziten, wenn die USA erst in eine Rezession gehen? Und sie werden wahrscheinlich in eine Rezession gehen, denn hier die Zinskurve, etwa hier gemessen an der 10-jährigen minus die 3-monatigen US-Staatsanleihe, die für Jerome Powell erklärtermaßen ein sehr guter Indikator ist. Da sind wir jetzt 199 Tage invertiert. Das ist jetzt fast die längste Strecke ever. Die längste Strecke war kurz vor der Finanzkrise 209 Tage. Also wenn wir noch 11 Handelstage das Ganze invertiert haben, und es sieht so aus, weil die Invertierungen ja ziemlich tief sind, dann werden wir einen neuen Rekord erleben und das könnte bedeuten, dass das, was ökonomisch dann passiert, vielleicht unschön wird. AI jedenfalls, künstliche Intelligenz,
Die hat zunächst mal dafür gesorgt, dass diese steigenden Renditen, hier die 10-Year Treasury Yield invertiert, dass die keine große Rolle gespielt haben. Ziemlich genau Bankenkrise und dann vor allem diese Zahlen von Nvidia im letzten Quartal haben dafür gesorgt, dass der Nasdaq sich hier hat entkoppeln können. Aber jetzt ist eben, wenn wir die Frage stellen, wie geht es weiter für die Aktienmärkte, das Problem, dass wir jetzt so ein bisschen einen Shift hatten, eine Bewegung hatten hin von alle erwarten die Rezession, jetzt erwartet keiner mehr die Rezession, jetzt kommt sie wahrscheinlich hin zu der Frage, ja, wie lange sind die Zinsen jetzt denn so hoch durch die Fed? Das sehen wir hier, diese Bewegung in diesem Chart, aber dass die Rezession bald kommt, wir haben heute als einziges Konjunkturdatum aus der zweiten Reihe, könnte man sagen, Dallas Fed Manufacturing Index bekommen, minus 17,2, also negativ, auch wenn die Erwartung noch etwas schlechter war, aber dieser Index ist seit Mai 2022 negativ. Und hier heißt es explizit, die höheren Zinsen belasten die Industrieproduktion wie noch nie zuvor. Wir haben Probleme mit qualifizierten Arbeitskräften und die Zinsanhebungen müssen aufhören, sonst haben wir ein riesiges Thema. Wir sehen, dass die Nachfrage komplett nachlässt, mit Ausnahme des Bereichs Automotive. Warum? Weil da jetzt Streiks in den USA drohen und viele dann noch schnell möglichst viel bestellen, weil sie denken, dann wird die Produktion wahrscheinlich stillstehen aufgrund des Streiks. Die Streikenden fordern ja über 40% Lohnanstiege. Das ist natürlich ein Riesenfaktor und das erste Mal in langer Zeit, so hier die Antwortenden bei der Dallas Fed Umfrage sagen, wir sehen es das erste Mal, dass Kunden Aufträge stornieren, weil die Nachfrage der Endkonsumenten deutlich nachgelassen hat. Und wir sehen, dass die Zahlungen sich verzögern auf der einen Seite und Projekte erstmal auf Eis gelegt werden auf der anderen Seite. Also wer diese Zusammenfassung liest, der weiß, naja, eine Rezession, das ist eigentlich ein Muss, das kann kaum noch vermieden werden, auch wenn die Märkte es derzeit noch anders sehen. Wir haben in dieser Woche, wie gesagt, die wichtigen Konjunkturdaten. Heute nur dieser Dallas Manufacturing Index, morgen die JOLTS, wichtig für die Fed. Dann wichtig vor allem auch am Donnerstag die PCE-Inflationsdaten, auch wenn die aus Juli sind. Wir bekommen ja schon bald die August-Daten zur CPI und dann natürlich der Arbeitsmarktbericht am Freitag und auch zu beachten ISM Manufacturing. Dementsprechend heute so ein bisschen wenig los, weil da so, der Ansporn fehlt, sich bei den Daten hier mal zu exponieren. Und wir haben jetzt eigentlich das Muster, wenn wir nochmal zu den Aktienmärkten kommen, gesehen, was Goldman Sachs hier rausarbeitet. Wir hatten sehr gute Nachrichten aus Big Tech, Nvidia, Zahlen plus Prognose, aber man verkauft die guten Nachrichten, die Nvidia-Aktie heute auch nicht wirklich im Plus. Aber es ist eben so, dass hier ein bisschen Angst in den Markt gekommen ist und das ist das, was ich heute Morgen meinte. Das ist die Chance der Bullen, die müssen sie aber auch nutzen. Hier sehen wir das etwa mal, die Dealer, also die Market Maker, haben ein extrem negatives Gamma, sind also nach unten abgesichert, auf fallende Kurse abgesichert. Wenn jetzt die Märkte steigen, derzeit viele Puts, die gekauft wurden, wenn die Märkte steigen, dann könnten wir einen Short Squeeze sehen. Wir sehen aber, dass CTAs nach wie vor relativ stark positioniert sind, also diese Commodity Trading Advisor, Vermögensverwalter. Wir sehen RSI, das Bullish Percentage Index, sehr, sehr weit unten gewesen, was Sven Henrik gezeigt hat. Also das Potenzial ist da, zumal wir doch eben diese Ängste, auch jetzt auch ein amerikanisches Wort oder englisches Wort, by the way, aus dem Deutschen entlehnt, da sehen wir, dass zum Beispiel die Stimmung der Privatinvestoren deutlich schwächer geworden ist. Wir sehen die Vermögensverwalter NAAIM nur noch eine Investitionsquote von 39%. Wir kamen noch kürzlich von 100, über 100%, weil man gehebelt auf der Long-Seite war. Also die Chance ist da, aber die Bullen müssen sie ergreifen. Dazu brauchen sie wahrscheinlich schwächere Konjunkturdaten in den USA, also JOLTS vor allem und die Non-Farm Payrolls am Freitag. Und wir sehen dieses Flip-Flop im August. Wir haben bisher noch keinen einzigen Tag gesehen, wo der S&P 500, der Leitindex, zweimal hintereinander gestiegen ist, also an zwei Handelstagen hintereinander gestiegen ist. Eigentlich sind oder waren wir auf einem guten Weg beim S&P. Mal sehen, ob das passiert. Und
und dann kommt jetzt der Dezember als schlechtester Monat des Jahres, wie immer wieder betont wird. Das ist ja fast schon kontraindikatorisch bullisch, wenn alle sagen, der wird so furchtbar schlecht. Super bullisch, naja, mit Einschränkungen ist China, meine Damen und Herren. Heute die chinesischen Aktienmärkte 5,5% im Plus, nachdem China letztendlich die Stempelsteuer auf Aktienkäufe gesenkt hat und dann auch Aktienverkäufe größerer Investoren unterbinden will. Aber wie hier Frau Tarek hier richtig sagt, China doktert am Symptom, geht nicht in die Ursache. Und die Ursache ist schwache Nachfrage, die Ursache ist eine verfehlte Wirtschaftspolitik, sagt Xi Jinping. Und da kannst du tun, was du willst, die Ausländer verkaufen ohne Ende. Das sehen wir hier in dieser Grafik von Jens Nordwig. Wir sehen massive Kapitalabzüge aus den chinesischen Aktienmärkten, weil sich die Investoren sagen, naja, also der große Stimulus scheint nicht zu kommen. Das ist so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, der Tropfen auf dem heißen Stein, was die Chinesen da machen. Und außerdem, solange die Wirtschaft sich nicht wirklich bessert, wollen wir da nicht rein investieren. Und die Wirtschaft bessert sich hier auch nicht so wirklich, wie wir zuletzt der IFO-Index, Einkaufsmanager-Indizes in Deutschland gesehen haben. Jetzt hat Russwurm, der Chef des BDI, des, also Verbandes der deutschen Industrie, gesagt, und da hat er, glaube ich, einen wichtigen Punkt, die Amerikaner haben sich dafür entschieden, grüne Energie billiger zu machen, fossile Energie wird damit unattraktiver. Wir in Europa machen dagegen fossile Energie teurer, ohne die alternativen Energien billiger zu machen. Die Folge ist, dass wir ein größeres Inflations- und Wachstumsthema haben. Das Ganze zeigt sich dann hier mal in seltenen Protesten. Polen hat jetzt gesagt, wir wollen hier gegen die Klimapolitik der EU klagen. Die gibt ja vor, wir sollen und so weiter, fährt damit, wie die deutsche Regierung, auch die Wirtschaft zunehmend an die Wand. Polen, die eine schwierige PiS-Regierung haben, das ist so sehr auf dem Lande verankerte, sehr katholische, ultrakonservative Politik, aber ich glaube, da haben sie einen richtigen Punkt. Vielleicht sollte man sich diesen Protesten mal anschließen, aber all das kommt jetzt zusammen, nämlich diese Wende raus aus fossilen Energien, koste es, was es wolle, ohne dass ich praktisch schon einen Ersatz dafür habe. Das kombiniert mit der Zinspolitik der EZB hat jetzt dafür gesorgt, dass die Geldmenge M1 9,2% gefallen ist. Das geht also deutlich nach unten. Wir sehen auch rechts, die Kreditvergabe wird, das Wachstum wird immer geringer und das könnte bedeuten, dass die Rezession sich immer weiter verstärkt. Hier sehen wir mal Geldmengenwachstum und Wirtschaftswachstum, also BIP, das hängt eng miteinander zusammen. Wenn es dumm läuft, würden wir da ziemlich dick ins Miese laufen, also fast 10% glaube ich nicht, aber es könnte schon ziemlich unangenehm werden. Und so ist das von der EZB selbst entworfene Rezessionsmodell, das hier unter anderem die Geldmenge als Faktor einkalkuliert, jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% für eine Rezession in den nächsten 12 Monaten. Also die EZB sieht anhand ihres eigenen Modells, dass eine Rezession extrem wahrscheinlich ist. Aber es tobt derzeit ein Kampf dazu gleich mehr um die richtige Zinspolitik innerhalb der EZB. Bei den Deutschen sieht man, dass sie ihr Erspartes auflösen. Es geht also jetzt wirklich an die Substanz. Man kann zum Beispiel weniger für die Altersvorsorge hinterlegen, weil die Leute eben unter gestiegenen Zinsen leiden, unter der nach wie vor hohen Inflation leiden, unter den hohen Energiekosten, die man hat. Hier super, jetzt Benzin praktisch wieder 1,90 und drüber. Und jetzt kommt natürlich noch die SPD, die sagt, naja, wir wollen einen Mietenstopp für 3 Jahre haben und das hätte aus meiner Sicht katastrophale Folgen, denn das würde die Verknappung und qualitative Verschlechterung von Wohnraum bedeuten. Welcher Vermieter will dann investieren? Wer sagt, ich baue etwas, wenn ich praktisch weiß, die Mieten können nicht steigen? Das ist wieder Planwirtschaft, das ist wieder Sozialismus. Das sind die falschen Rezepte, die hier jetzt gebracht werden. Klar, man will, dass die Mieten nicht steigen, das kann ich gut nachvollziehen, weil viele Leute dann nicht mehr mitkommen. Aber da muss etwas anderes passieren, da kannst du nicht einen Mietenstopp letztendlich hier erlassen. Und die EZB, von mir gerade angesprochen, Streit in der EZB. Jetzt kamen Leute wie Holzmann, Österreicher, Nagel, der von der Deutsche Bundesbanker, die sagen, ey, wir müssen die Zinsen weiter anheben, Centeno,
der Portugiese, andere, die Italiener sagen, nein, auf keinen Fall, wir sind schon in einer schwierigen Situation. Lagarde hat sich jetzt so ein bisschen in die Mitte verschoben, die war noch kürzlich auf Seiten der Nordländer, sieht aber jetzt, dass die Dinge natürlich schwierig werden und sagt so, naja, wir gucken mal ein bisschen. Und das war die erste Empfehlung, nämlich hier diese Situation, dieser Streit innerhalb der EZB. Die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, schauen Sie sich das mal an, wie die Geldmenge schrumpft. Das ist ein sicherer Vorbote für die Rezession. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung. Hurra, hurra, wir bekommen jetzt diese Zero-DTI-Optionen, die an der Wall Street handelbar sind. Die sind jetzt durch die deutsche Börse auch in Europa verfügbar. Das macht für manche richtig Sinn, denn man kann sich, das sind Optionen, die also am selben Tag verfallen, man kann sich dann zum Beispiel, wenn EZB-Sitzung ist oder irgendwie Arbeitsmarktdaten sind, gegen wichtige Ereignisse abhatchen. Mit diesen Optionen kann man sein Portfolio abhatchen. Das ist auch sehr, sehr interessant. Also diese drei Empfehlungen. Ich wünsche jetzt einen sonnigen Feierabend. Servus, ciao.